Weißt du eigentlich, dass wir heuer ein Jubiläum feiern? Ja, heute genau vor 3 Minuten habe ich hinter der Bühne das letzte Mal einen 4-fachen Obstler getrunken. Mei, du Riesenrindfisch, ich kann es nicht einmal ernsthaft antworten. Wieso? Das stimmt doch. Ja, na, weißt du, was ist? Hm? Vor genau 35 Jahren gab es zum ersten Mal den fröhlichen Frühling. Ei, wie, 35 Jahre ist das schon her? Ja. Weißt du, Anneliese, da muss ich dir jetzt wirklich aus tiefstem Herzen, aus ehrlicher Überzeugung mal ein Kompliment machen. Einer von uns beiden hat sich wirklich gut gehalten. Sie entscheiden, liebes Publikum. Ja, wenn deine Witze sich wenigstens so gut gehalten hätten, Wolfgang. Ach, weißt du, für mich und das Publikum und den Sender sind die neu genug. Macht euch keine Sorgen. Ja, und deswegen fragt mich der Sender auch schon seit 10 Jahren, ob ich die Sendung nicht alleine moderieren möchte. Was? Ja, liebe Freunde, 35 Jahre ist es jetzt schon her, dass wir angefangen haben mit dem fröhlichen Frühling. Könnt ihr euch alle an die erste Ausgabe erinnern? Nein? Dann schaut's mal. Groovy! Hey! Ja, grüß Gott und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe vom Fröhlichen Frühling, einer neuen musikalischen Fernsehunterhaltungssendung, die sich speziell an die Fans der Hippie und der Volksmusik wendet. Hallo, sagen die Anneliese. Und der bekiffte Wolfgang. Hallo. Wolfgang, hier spielt die Musik. Ich weiß doch, Anneliese. Liebe Zuschauer, ich verspreche Ihnen, wir haben für Sie ein tolles Programm zusammengestellt. Ja. Und im Laufe des heutigen Abends stehen hier auf der Bühne großartige Künstler und Persönlichkeiten. Und die Anneliese. Wolfgang Keck, noch so ein Gag und ich überlege mir das nochmal mit der Hochzeit. Anneliese, unsere Hochzeit ist wahrscheinlich deine einzige Chance, deinen eigenen Nachnamen loszuwerden. Nicht wahr, Frau Funzfichler? Wolfgang, heutzutage kann der Mann auch den Namen der Frau annehmen. Ja, so weit kommt's noch. Ja. Ich sag's euch, eher fällt in Berlin die Mauer, als dass das passiert. Wir, die mag fast wir, die mag fast wir. Daraufhin sagt die dritte Prostituierte, und wer von euch ist jetzt das Känguru? Wolfgang, der Witz ist so alt. Ja, das ist deine Mutter auch, und trotzdem lachen alle über sie. Haben wir das richtig verstanden? Du wettest, dass du innerhalb von einer Minute mit einem zusammengerollten 20-Mark-Schein mehr Kokain durch die Nase ziehen kannst als der Wolfgang mit diesem hochmodernen Staubsauger, den uns die Firma Werk vor freundlicher Weise zur Verfügung gestellt hat? Ja. Wow. Ach, gut, dann rüber mit euch beiden zur Wettbühne. Los geht's. Mal einen Applaus vielleicht für den Heiner Lauterbach. Und hier ist er, der amerikanische Peter Kraus. Hier ist Elvis Presley. Und hier ist er, heute bei uns, der Godfather of Soul. Hier ist James Last. Und jetzt kommen für Sie die Jackson 5 mit dem Erzherzog Johann Jodler. Das war sie, die Titelmelodie aus Rocky, gesungen von Toni Marshall und den Sex Pistols. Und weiter geht's mit dem Bader Main auf der Z. Auf geht's, Wurm! Hey! Und hier sind Sie, liebe Zuschauer, mit Ihrem allerletzten Auftritt Ihrer großen Abschiedstournee. Hier sind die Flippers!